Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu den Back 9 bei der Wells Fargo Championship in Quail. Hello, wir spielen EA Sports PGA Champion, EA Sports PGA Golf, so ist es eigentlich richtig. Und wir sind in der PGA, auf der PGA Tour und versuchen den FedEx Cup am Ende der Saison für uns zu sichern. So, wir sind praktisch mittendrin. Das ist Woche Nummer 16 und es gibt noch einiges zu spielen, aber demnächst steht das erste Major oder das nächste Major an. So ist eigentlich richtig mit der PGA Championship. Aber ich freue mich schon auf nächste Woche, weil da geht es, wenn ich richtig gesehen habe, nach Pebble Beach und dann kommt auch schon die PGA Championship. Aber davor heißt es hier noch ein bisschen Golf zu spielen, die Back 9, und wir gucken aufs Leaderboard, denn im Moment sind wir geteilter Siebter. Wir sind also unter den Top 10 und wir müssen schauen, dass wir da auch bleiben. Denn wir spielen nur eine Runde und das ist sozusagen die Finalrunde und da versuchen wir uns auch weit, weit nach vorne zu bringen. Wir spielen zusammen mit Hideki Matsuyama, der ein ordentliche, ja, mit 4 Birdies sich ordentlich nach vorne gearbeitet hat. Wir konnten hier die letzten 2 Löcher für uns entscheiden. Hier sehen wir die Scorekarte von Hideki Matsuyama. Von der 5, 6, 7, 8 hat der Birdies gespielt. So, es geht los. Wir haben ein paar 5 vor uns, das den Berg runter geht. Und natürlich müssen wir hier definitiv das Fairway treffen, wenn wir mit dem zweiten versuchen wollen, das Grün zu erreichen. Weil sonst haben wir hier vorne auf der rechten Seite die Bäume im Weg. So, der Wind hilft uns ein kleines bisschen. Können wir den Ball auch noch reindrohen, dann haben wir vielleicht die Chance, hier tatsächlich Strecke zu machen. Ich wünsche uns hier bei der Wells Fargo Championship ein schönes Spiel. So, nimmt er die Kurve an. Ja, und wenn er jetzt noch ein bisschen... Ah, der Bounce war nicht gut. Links wäre besser gewesen. So, Hideki wird natürlich auch versuchen müssen, am Bunker vorbeizukommen, am besten über dem Bunker. Weil sonst kann man mit dem zweiten nicht das Grün angreifen. Der hat sich gut angehört. Ja, ist ein bisschen weit rechts und rollt auch gerade durch. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Ja, 300 Yards, muss er flach spielen, das heißt vorlegen, da hat er keine Chance, das Grün zu erreichen. So, wir haben das Hölzchen in der Hand. Ja, also wir können auf jeden Fall mit dem Holz versuchen und dann schauen wir mal, ob wir den Ball reingerollt bekommen. Ja, das Grün fällt dann nach links runter. Okay. Na, schauen wir mal. Wind, wir haben auch noch ein bisschen Rückenwind. Na, wird im Vorgrün aufkommen. Ja, ein bisschen überpaced. Die Richtung stimmt aber. Oh, der kommt direkt aufs Grün auf. Ja, der wird durchrollen. Keine Chance. Ja, der war deutlich zu lang. Ja, ein Hybrid wäre besser gewesen. Backspin. Ja, bleibt liegen. Gut. It was a good shot coming in here. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good and even money really to make birdie. So, wir versuchen es mit dem High Flop. 92, das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen mehr Gas geben. Das Ganze wird hier rausspringen. Okay. Oh, jetzt zieht der. Oh, wie, unmöglich. Wie kriegt der Backspin drauf aus dem Rough? Oh, ärgerlich.
Ja, spielt das Birdie. Hat's clever gespielt. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit. So ein bisschen Speed über links. Über links. Bisschen mehr. Yes, a good roll there. That's in for birdie. And he's got it to 3 under now. Just 2 back. Wir arbeiten uns langsam nach vorne. The hole was lengthened in recent years, making this a pretty challenging par 4. What do you think, Frank? It is, Rich. The two bunkers down the left side are almost all the distances that you would think of if you lay up or you go for it with a driver. So you have to respect that and just go a little right. It's a lovely tee shot, the way in which it flows in amongst the trees, though, on either side. And a deceptively quick green from back to front. So kommen wir an den Bunkern vorbei. Wir kommen im Prinzip an den Bunkern vorbei. Der Wind drückt den Ball nach links. Ein bisschen Draw. Es fällt auch ein bisschen nach links. Also müssen wir eigentlich schon in diese Richtung schlagen. Ja. Leichter Draw. Ja, nicht richtig durchgezogen. Ein bisschen verzogen. Aber es passt. Ich denke, es passt. Der macht noch ein bisschen Strecke und bleibt auf dem Fairway. Hervorragend. Ah, da geht es straight über die Bunker. Aber auch das passt, wenn der nicht links runterläuft. Na, macht's gut. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Wind coming from his right as he gets set for his second. So, extrem starker Wind anscheinend. Ja. Okay, Approach Eisen 8. Er springt auch nach links. Achter bleibt relativ schnell liegen. 13 Fuß nach oben. Ja, ein bisschen mehr Länge. Okay, straight. Ja, das passt soweit, denke ich. Der wird nicht allzu weit rollen. Hervorragend. Ja, aber da haben wir jetzt auch ein bisschen Glück gehabt. Also der war schon, der hat unheimlichen Bogen gemacht und war doch kurz. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Now this for another birdie. Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, der ist gerade runtergelaufen, ganz gerade. So, jetzt bin ich auf unseren Putt gespannt. 4 inches nach oben. Und das über die rechte Seite, aber nicht viel. Okay, that ball online all the way. It's a birdie here at 11. And he'll move to within a shot of the lead. At 5 under par. So that rushed in for par here at 11, and he'll remain at 4 under.
So, wir arbeiten uns langsam aber sicher vor und Very much a corridor of a par four down there. I don't think you have to hit driver down here. You see a lot of players in the tournament, they'll only hit three wood, just find the fairway. Or we'll kick a little bit to the right. The reason why you don't want to miss this fairway or mess with the trees is because this green is built up and it has the two bunkers that narrow the front entrance. So a fairway you must find. Ja, genau. Also hier auch müssen wir aufs Fairway kommen, damit wir auf jeden Fall mit dem zweiten das Grün gut erreichen können. Aber es geht ja auch bergab, also das hilft. Und es hilft natürlich auch, wieder gut hier reinzukommen, nachdem ich 3 Monate lang kein EA Sports PGA Tour mehr gespielt habe. Wird es auch wieder Zeit, hier mal ein bisschen zu spielen. Aber wenn wir hier schon ein bisschen bei Zeit oder Zeitfenstern sind, müssen wir aber auch sagen, seit dem 2. April hat auch EA keine Patches mehr veröffentlicht. 2. April 2024 kamen nochmal Kurse dazu, nämlich die Major-Kurse für 2024 und der Par-3-Kurs von Augusta. Und seitdem gab es kein Update mehr, keine Verbesserung jedenfalls, die in den Patch-Notes veröffentlicht wurden von EA. Ja, auch das, glaube ich, spricht ein bisschen Bände, wo die Reise hier hingeht. So, wir müssen schauen. Ja, das Fairway wird schmal. Das Fairway wird schmal. Wir haben Wind, der nach rechts geht und der Ball wird nach rechts springen. Also müssen wir schon ein bisschen weiter links anhalten. Okay. So, kommt der aufs Fairway. Sieht eigentlich ganz gut aus, denn Länge müssen wir machen. Das passt soweit. Hervorragend. Ja, und wir haben immer noch 155 Yards. Ja, auch weit links, aber ich glaube, da macht er auch ein bisschen eine Kurve nach links. Ja, das sieht so aus. Ah, der bleibt im First Cut. Okay, das heißt ein bisschen weniger Spin. All right, so just a step or two into that first cut. Here's his second to the par four. Ah, die Fahne steckt ganz hinten rechts und da spielt er den hervorragend hin, aber mit wenig Spin. Bleibt er oben liegen? Ei, bleibt so an der Kante im Fringe. And that one had the right idea, but it's going to run by and just hold on to the fringe at the back of the green. Okay, ist ein bisschen erhöht. This is second. 156 yards left to the hole. Pin is in the far back portion of this green. Eisen 9. Pitching Wedge. Eisen 9, aber deutlich kürzer. Den würde ich deutlich kürzer spielen wollen. Ach stopp, es geht ja berghoch, ne? Okay. Approach mit dem Eisen 9. Witzig, es geht berghoch. Und wir haben Wind. Ja, okay. Ja, doch ein bisschen kürzer. Ja, das wird jetzt hoffentlich nicht zu viel sein, aber Neuner müsste doch zum Liegen kommen. It was a good shot coming in here. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good and even money really to make birdie. Ja, von hier aus der Perspektive sieht man natürlich jetzt das erhöhte Grün. Oh no, I think he was about ready to walk that in. That looked on target the whole way. So, mit dem Birdie Putt können wir jetzt gleich ziehen. Es ist ein gerader Putt, das heißt ein bisschen mehr. Es ist ein Putt über links. So, das wäre linke Lochkante. Aber der wird ein bisschen mehr machen als linke Lochkante. Oh. Ja, sowas hatten wir schon mal. Auf den ersten 9, da ist er uns auch ausgelippt.
So. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll stay. Schade, schade, schade. War eine gute Chance. Okay, that one finished off for a par. And he'll remain right where he is. So, noch ein Paar 5, aber jetzt kommt erstmal ein Paar 3. 13th hole, 208 yards, and this begins a series of holes that will test even our best players. And the fast green on top of it, you know, Quail Hollow, Rich, as we know, is some of the quickest greens on the PGA Tour. Anything above this, above the hole on this green is going to be very, very fast. Also, the right side of this green, if you look carefully, if you try and hit your iron shot at the right side, it has a tendency to kick further right. And more than often, it actually rolls off the green. So, das Interessante an der Sache ist, dass das Grün sogar etwas höher ist, witzigerweise. Eisen 5. Bleibt schneller liegen. Eisen 5, etwas höher anspielen. Ja, da kommt aufs Grün und wird hoffentlich liegen bleiben. Jetzt sollten wir aber unser Birdie spielen, unbedingt. Look at where that is gonna wind up. That is as good as it gets. Ja, da springt nach rechts, aber gute Länge. Hat aber natürlich jetzt einen ordentlichen Putt von 20 Fuß. Safely aboard, pin high, right of the flag, and a chance at birdie upcoming. Chance now for another birdie. A great deal of success on the greens thus far, but this one's going to be a challenge. Sehr weit rechts anhalten, sehr weit rechts. Ja, das heißt, unser Putt wird mit Sicherheit auch nicht leicht, auch wenn er nur kurz ist. A little too much credit, and it missed on the high side. From close range, this for a two. So, rechte Lochkante. Bisschen mehr. Yo! Confidently done there. That's in for birdie here at 13. Will certainly help the cause. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay at 500. So, wir ziehen jetzt mit Hideki gleich und sind jetzt geteilter Erster. Here's another chance. Chance to be a hero. It's a par 4 and it's just under 350 yards. Give it some thought. You're feeling limber. You're launching them a long ways. Have at this par 4. Ja, aber jetzt kommen auch wirklich die spannenden Bahnen, die wirklich interessanten Bahnen. Jetzt heißt es, den Score zusammenhalten, ganz, ganz wichtig. Hier kann man fast das Grün erreichen. Das ist so, wie man so schön sagt, ein drivable Par 4. Weil es geht natürlich bergab. Wir haben aber Gegenwind. Ja, wir müssen hier... ja, der Wind drückt ihn natürlich dann... Okay... Ja, der wird dann in die Kuhle da reinrennen. Die Frage ist, spielen wir lieber ein Holz und dann ein Pitch? Die Fahne steckt ja kurz. Also hier wirklich das Grün zu erreichen mit dem Driver. Ich würde fast sagen, wir lassen den einfach hier rechts und dann runterrollen. Das wird vielleicht besser sein. Und dann mit einem Pitch. Ja. Yep. Denn wir müssen gucken, dass wir definitiv kein Bogey einfangen. Ja, der wird nach links springen und ein bisschen, ja, macht, nee. Right, ja, 50 Yards. Right. Jetzt bin ich mal gespannt, wo sein Driver hinrollt. Ja, das ist natürlich dann immer der Punkt. Wenn man natürlich als Zweiter schlägt, kann man da ein bisschen was lernen. Ja, der bleibt nämlich ziemlich liegen.
Aber okay. Not quite on this 14th green, but pretty close. That's taking a risk, but it is a very good effort off the tee. Good so. Chance to get one in close from here. This is second. Pitch. Ja, wir müssen gucken. Hinten dran geht's hoch. Auf jeden Fall darf er nicht links runterrollen. Ein Long Flop. Bergab. Mit dem Flop bleibt er ziemlich lang liegen und kriegt höchstwahrscheinlich sogar wegen Spin drauf. Okay, damit kann ich gut leben. Okay, it's not stone dead, but that's not too bad. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Ja, der rollt halt auch durch, der war viel zu lang. Okay. Okay, that's acceptable there. Now this for another birdie. Well, I've really been impressed with how he's handled the speed on the greens. But this one is going to be a tester down the hill. Macht er gut. Ganz knapp, knapp, knapp. Boy, that's a good stroke. Sicheres Pärchen. It's a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. So, aber wir haben... This is better than 50% on the make percentage. So. It's for birdie. Wir haben kein Break. Es geht nur bergauf. Wir haben kein Break. Ganz leicht vielleicht über rechts. Ja, alles richtig gemacht. Not say no to that. No issues there. It is a par here at 14. And he'll remain at 6 under par. So, wir übernehmen die Führung. 15th hole, the par 5 is 577 yards and a chance here to really turn the momentum in your favor. You're right, Rich. Very much a swing hole because eagles are in play, sixes and sevens are also in play. Requires a long tee shot. You could say that on any par 5, but a long one downhill is going to go even further. And then if you've got the ability to hit your second shot very, very high, if you can do that, you can carry the front bunker and then you start to bring eagle in play. But with a tee shot or with a second shot, and sixes, sevens, anything's in play. Ja, das ist eine ganz interessante Bahn auf jeden Fall. Da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Also das ist kein easy going. Also dieses Paar 5 ist schon ganz schön raffiniert. Vor allen Dingen, wenn man jetzt versucht, hier mit dem zweiten das Grün anzugreifen, weil man dann hier übers Wasser muss und den Berg hoch. Und ja, da wollen wir mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ja, wir werden einen geraden Schlag machen. Einen geraden Schlag hier rein, damit er dann sozusagen hier auf den Bunker zuläuft, ohne groß Action, müsste er dann sowieso ein bisschen nach links runterlaufen. Einfach gerade und dann hoffen, dass er noch ein paar Meter macht. Ja, der bleibt relativ schnell liegen, hat dann noch 259. So, was macht Matsuyama? Natürlich auch erstmal mit dem Driver in der Hand. Aber wird er weiter rechts spielen oder spielt er den auch möglichst links an die Richtung Bäume? Ja, ungefähr dieselbe Linie. Bisschen weiter rechts vielleicht. Bleibt sofort liegen, erstaunlich. So simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Er nimmt das Holz, so wie es im Moment aussieht, und wird versuchen, das Grün anzugreifen. Jetzt sehen wir gleich mal, wie sich das dann da oben verhält. Gerader Schlag über den Bunker. Ah ja, der kommt gar nicht hin. Der kommt gar nicht hin, also er legt vor. Wir werden vermutlich auch nicht hinkommen. It's an aggressive layup, really trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Mhm.
Ja, der rennt halt definitiv dann da rum. Hybrid. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir möglichst weit rechts bleiben. Ja, geht mir zu weit links. Ah, komm, bleib oben. Ja, Gras. Wichtig, Gras. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in a really good position here on the par 5. So, das Ganze fällt natürlich, das Grün fällt natürlich ab nach vorne. Ja. So, wir müssen über den Bunker. Ein Pitch 22. 14. Ja, wir müssen aber auch nach oben. Berg hoch und über rechts. Ja, noch ein bisschen mehr nach rechts. Der wird nach links springen und der wird rollen. Damit bin ich sehr zufrieden. Another excellent shot from around the green. Also ich würde mal sagen, er sollte sein Deo wechseln. Chance now for another birdie. Oh ja, oh ja, oh ja. Ei, jetzt hat er aber ein bisschen Pech. Jetzt hat er aber ein bisschen Pech. Der Hideki. So, jetzt konzentriert bleiben. Konzentriert, berghoch. Nee, ist Level. Im Prinzip, ah, ja. And that one finished off. It's a birdie here at 15. And stop the presses if you've heard this before. He's well on his way to yet another victory on the year. Okay, a solid par here at the 15th. And the lead will hold steady at 2 with just the 16th, 17th, and 18th left to play. Now to the 16th hole. It is a better than 500-yard par 4, and it begins what they call the green mile. It is as tough a finishing stretch as you will find anywhere in golf. And it's also beautiful to the eye when you stand on that 16th tee. It does play downhill nearly 10 yards, so that bunker on the right side is 320, take away the 10, so it's about 310 to carry. If you can take that line, you will chew so much off this hole. And then the second shot also is a little down breeze and it has like an infinity edge. You can't see the back of this green. What a great way to start the green mile. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil jetzt geht es natürlich hier einen Berg runter. Wir haben Rückenwind und ja doch, wir müssen Strecke machen. Das sind dann von hier jetzt auch noch über 200 Yards. Aber jetzt heißt es halt definitiv schauen, dass man den Score zusammenhält. Ja, lieber noch ein bisschen rüber. Jetzt müssen wir den Score zusammenhalten. Wir liegen in Führung und jetzt darf uns kein Fehler mehr passieren. Ja, da wird er runterrollen, aber er bleibt auf dem Fairway. 188. Ja, der ist deutlich weiter links. Ah, ist aber okay. No issues there. Good tee shot in the short grass. 218 ist natürlich deutlich länger. Da bin ich jetzt auf die Annäherung gespannt und wie sich das Ganze da unten im Grün verhält. Fahne steckt ganz rechts. Hinten rechts. Da kann natürlich auch viel passieren. Ja. Gut gemacht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Good clean contact and a nice result and a chance for birdie coming up. Okay, wir müssen aufpassen. Es geht natürlich bergab. Cut, just about 190 yards, Frank. So, bergab
und Rückenwind. Und ich will eigentlich hier nur sauber aufs Fairway, aufs Grün kommen. Und dann ein geschmeidiges Pärchen. Wir müssen mal schauen. Okay. Bergab und Rückenwind. 174. Da will ich nicht klagen. Da will ich nicht klagen. Now, Hideki for birdie. Okay, der bricht über links und spielt das Birdie. Oh, straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. Jo, da greift er nochmal an. Last week, this would be even sweeter. If he could hold on to win here. So, 3 inches. Berg hoch. Leicht über links. Break über links. Gleichmäßig bricht es rechts rüber. Komm rum, komm rum. Ja! Oh, yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. That could be an all-important one. It's now a two-shot lead with two to go. So much can happen here at the 17th. Par 3, 223 yards. This is where tournaments are won or lost. And it's also the signature hole here at Quail Hollow. What do you think of it, Frank? It's tough, Rich. It really is, because you have to make a decision. It plays about half a club downhill. That's 5 yards. And then the tendency is to try and aim it too straight, or in layman's term, try and hit too good a shot. Please, just aim a little to the right. Put another yard or two on your tee shot to the right side. Just respect that. And then you'll have an outside chance of making two. You will gain on the field. I promise you. So, wir haben ein bisschen Wind, Rückenwind, der nach links geht. Also wir müssen einfach nur Mitte Grün zum Liegen kommen. Aber das Grün fällt halt natürlich komplett nach links Richtung Wasser. Aber im Endeffekt wollen wir einfach nur, dass er aufs Grün kommt. 2 Putts und mit dem Pärchen runter. So, es geht bergab und wir haben Rückenwind. Der müsste eigentlich länger werden. Er müsste auf jeden Fall länger werden. Ja, ein bisschen zu viel durchgezogen. Ja, der ist deutlich länger. Aber wichtig ist, dass er liegen bleibt. Yep. Okay. Yeah, I think he got more of an assist from the wing than he wanted, and that will require a delicate touch to get down into from there. Ja, nimmt auch ein Eisen kürzer jetzt. Der ist aber arg weit links. Der ist arg weit links. Trouble over there. Nope, no land over there. And the green mile claims another victim. That's into the link at 17. Okay, so the drop made, and this will become his third at the par 3. Ja, der ist natürlich hervorragend. Dann wird er wohl die 4 spielen. So, wir gucken mal ganz kurz aufs Leaderboard. So, wir schauen mal ganz kurz aufs Leaderboard, wo wir denn stehen im Moment. Hideki Matsuyama wird einen Schlag verlieren, auf minus 5 gehen. Sung Jae Im ist bei minus 5. Dann haben wir, Taylor Pedrith, der ist auf der 12 bei minus 5. Also wir sollten schon schauen, dass wir mit minus 8 reinkommen. Ansonsten sind eigentlich alle anderen drin.
Und dann wird wohl nicht mehr so viel anbrennen. Aber wie gesagt, da müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall sollten wir ganz vorne mit dabei sein. Also, wir versuchen hier. Okay, 9 Inches geht's nach unten. Es geht halt nach unten, ist klar. 9 Inches. Ja, vorhin war es, ja, okay. Ja, wir schauen, dass er auf jeden Fall nicht zu lang wird. Und es geht natürlich kontinuierlich rechts rüber. Er sollte lieber links vom Stock liegen bleiben. Die Frage ist halt die Länge. Ein Fuß, normalerweise 4 Kästchen. So, der rollt und rollt und rollt. Wird er langsamer? Okay. So schlecht ist er, glaube ich, nicht. Und wir sehen zuerst Matsuyama putten. Wir putten zuerst. Okay, also jetzt ist es Level. Kleines bisschen mehr über links. Linke Lochkante, etwas mehr. Yeah, that's good putt. It is in for par here at 17. And the lead will stay at 1 with just the 18th hole left to play. So, für diesen Verhüterli-Schlag vom Abschlag aus der T-Box. Muss ich's? Nein. Jetzt verliert er noch einen. Doppelbogey. Okay, this par 3 shows its teeth. It is a double bogey. And that could make things a little more interesting as the lead's down to 3. Letzte Bahn. Here we go, the par 4 18th, the final 494 yards of this green mile. And it is no walk in the park, is it, Frank? No, and the decision you have to make on the tee as well, Rich. You can see the stream all the way down the left side, plus the bunker on the right. So the decision is, do I hit 3 wood or something just short of the bunker, around 290 yards? Or do I have a club that can go 320 to the narrowest part of the fairway? So, fairway, longer shot, risk, shorter shot. Good decision. Ja, wir müssen auf jeden Fall ordentlich aufs Fairway kommen und der Wind ist natürlich gegen uns. Es geht ein bisschen bergab, okay. Aber wir spielen einen geraden Schlag hier rein, Mitte aufs Fairway, ohne groß Action. Ja, ein bisschen verzogen, aber ich glaube, das passt soweit. Ja, so ein bisschen rechts. So, was haben wir jetzt noch? Yes, step one out of the way. Ja, 200 Yards. One more good approach shot could just about seal it. Ja, ist natürlich schon ein anspruchsvolles Schlussloch, weil man auf der ganzen linken Seite diesen Creek hat. Und es geht natürlich am Ende berghoch. Und dann steckt die Fahne auch noch ganz, ganz hinten. Und der rollt runter, oder? First cut. Balance in the first cut. We know you can't spin the ball as much from the first cut. Ja, und er steht auch noch unterm Ball, unterhalb des Balles. It's his second from that first cut. Ja, der geht natürlich nach links. Und das sieht nach Trouble aus. That creek just always seems to be in the way, doesn't it? Not a good shot there. It's gonna wind up wet. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Time to try again. Deswegen gehen wir auch Mitte grün. Ja, das müsste Mitte grün sein. 14 Fuß nach oben mit Gegenwind. Eisen 5. Der müsste doch dann da hochkommen. Wir haben leicht Gegenwind und 14. Das heißt, eigentlich müsste er dann da oben aufkommen und gerade so hochrollen. So,
Ja, der kommt hier vorne an der Volksfront auf und dann wird er vielleicht mit ein bisschen Glück da hoch. Leichter Gegenwind und 14. Okay. Hauptsache, er bleibt trocken. Ja, False Front, jetzt hochspringen und oben liegen bleiben. Ja, den können wir putten. Den können wir aus dem Fringe putten. It just came out blazing. As soon as it hit the green, it was never gonna stop. Ja, das ist mir klar. Den putten wir aber. 8 Inches. 8 Inches. Den drückt es ziemlich rüber. Und ich glaube, das haben wir ganz ordentlich gemacht. Ja, interessant, wo er droppen durfte, ne? Auf dem Grün im Prinzip. So, Hideki darf zum Bogey putten, oder? Ja, zum Bogey. Da verliert er nochmal richtig. Und The Green Mile hat wieder mal ein Opfer gefunden. Okay, so not exactly a smooth finish, but it is still a 2-shot lead. And now it's time to sweat out the final golfers coming through. So, wir schauen noch mal. So. Ah, hat noch einen nachgelegt. Ist an der 14, Taylor Pedrith. Aber wir sind minus 7. Waren wir nicht gerade noch bei minus 8? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Aber okay. Augenblick mal. Total minus 7 zeigt er hier an, aber auf der Scorekarte haben wir minus 8. 2, 4, 6, 8. Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht so richtig, aber gut. Okay. So. Dann wollen wir den hier hoffentlich noch reinbringen. Leicht über rechts, Level. Okay, so that will wind up the par at the last. Und jetzt dürfen wir gespannt sein. Doch minus 8. Es tut sich noch was auf dem Leaderboard. Es tut sich noch was. Aber ich glaube, es bleibt bei minus 8 stehen. So, just a terrific tournament for our featured player, Frank. And it yields a fourth career victory. That's impressive. And we're starting to look at them through a totally different lens now, Rich. We know they're good enough. I remember Nick Price once saying he used to use the average of 5 career wins for every major championship. So they're knocking on the door. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Diona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. Tja, wenn wir schon keine Wahnsinnsanimation haben, aber ich habe die 3 Sekunden wirklich sehr genossen, haben wir doch zumindest auf jeden Fall eine schöne, schöne Fanfare am Schluss noch bekommen. Jo, also doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben doch tatsächlich hier ab der 8 ordentlich performt. Wir haben uns keine Blöße geliefert, keine Blöße zugelassen, kein Bogey gespielt, im Gegensatz zu Hideki Matsuyama, der sich dann auch sogar noch ein Doppelbogey an der 17 eingefangen hatte. Sah doch lange Zeit ordentlich aus und dann haben wir so richtig Gas gegeben hier auf der 13, 14, 15, 16 und nach hinten raus haben wir das ordentlich zusammengehalten. Das ist nämlich auch immer das Wichtige, dass man am Schluss dann den Score zusammenhält. Das ist uns gut gelungen und somit haben wir es dann auf dem Leaderboard doch tatsächlich
war, wie gesagt, ein wenig komisch, auf minus 8 geschafft. Das kann eigentlich nicht vom vorigen Loch gewesen sein, weil wir die letzten beiden Paar gespielt haben. Das war schon an der 17 minus 8. Aber wie gesagt, komisch. Nichtsdestoweniger ist keiner mehr herangekommen. Wir haben einen weiteren Sieg, ich glaube, wie er gesagt hat, den vierten auf der Tour hier gemacht und wieder mal die 4-Sekunden-Animation genossen. Ich bin da mal gespannt, wie es am Ende beim FedEx Cup aussieht, denn da liegen wir ja hervorragend. Und wir schauen mal, End der Runde ist selected, dann schauen wir mal, wo wir jetzt im Ganzen stehen. Quail Hollow Club war das Turnier und wir bekommen wie immer die Gummipunkte am Ende abgerechnet, dürfen unseren Golfer wieder ableveln und kriegen 2 SPs. So. Pro Pass Level ist auch, kriegen wir auch nochmal ein bisschen extra was. Hervorragend, freut mich. Na, jetzt sind wir soweit durch, glaube ich. So, continue und jetzt schauen wir mal. Hier sehen wir FedEx Cup Ranking 2980 Punkte und wir haben fast 1600 Punkte mehr als der Rest. So, schauen wir mal hier rein. Hier sehen wir es, glaube ich, genau. FedEx Cup Ranking, Official Golf. Nee, da haben wir die Statistiken. So. Ja, natürlich führen wir sozusagen das Weltranking an. Und hier FedEx, da haben wir 2980 Punkte, 1374, das heißt 1600 Unterschied. Da man maximal 500 bekommt, können wir praktisch 3 Turniere, also selbst wenn hier Jason Day oder Sungjae Im dreimal gewinnt, müssten wir weiterhin an erster Stelle bleiben. Und wir sehen es auch mit 4 Siegen und 9 Top-10-Platzierungen sind wir ganz, ganz weit mit da vorne dabei und haben auch die meisten Events gespielt, nämlich 16 Stück. Das sieht auch hervorragend aus, wenn wir dann da unten reinschauen in unseren Turnierkalender. Das nächste Turnier findet statt. Pebble Beach Golf Links werden wir natürlich auch spielen. 144 Teilnehmer um 500 Punkte. Hervorragend. Und dann geht es auch schon zur PGA of America. Die PGA Championship Oak Hill Country Club bei Rochester, New York. Da freue ich mich auch schon drauf. Gibt es natürlich noch mal ein paar Punkte mehr. Freunde, das soll es also gewesen sein für diese Runde. Die erste Runde hier nach 3 Monaten mal wieder ein bisschen Golf gespielt. Hat mir gefallen, hat sich dann doch ganz, ganz gut angetan. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Saison noch zu Ende bekommen. Auf jeden Fall. Das sind wir, glaube ich, diesem Spiel schuldig, dass wir auf jeden Fall hier hinten noch in die Playoffs kommen. Zumal wir ja auch sehr, sehr gut stehen in den FedEx Cup Ranking und wir die gute Option haben, hier den FedEx Cup als solches zu gewinnen. Vielleicht können wir ja auch noch ein Major für uns entscheiden. Das wäre mit Sicherheit auch herzallerliebst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir bei EA Sports PGA Tour. Ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Bandfarmer.